Hallo und herzlich willkommen zu diesem atemberaubenden Video in der Themenreihe Regelungstechnik. Heute werden wir uns mit Übertragungsgliedern herumschlagen. Ich weiß, ihr steht voll drauf, Übertragungsglieder zu bezeichnen. Auch ich stehe vollkommen drauf und in der Klausur müssen wir das alle können. Deswegen ist es vermutlich sinnvoll, dass wir uns mal ein bisschen damit auseinandersetzen. Der erste wichtige Punkt, den man immer daneben ballert, ist, dass man hier im Nenner, also das müsst ihr immer, bevor ihr euch überhaupt an diese Aufgabe macht, prüfen, steht hier im Nenner ein Polynom mit einem konstanten Anteil. Und konstanter Anteil wäre zum Beispiel, wenn wir hier plus 1 hinten dran hätten. Nein, wir haben hier keine plus 1 oder sonst irgendwo irgendeine konstante Zahl stehen. Deswegen müssen wir einen Schritt machen, den nenne ich jetzt einfach mal normalisieren. Und zwar, wir schauen uns die niedrigste Potenz in S an und teilen das im Zähler und im Nenner. Das heißt, wir schreiben das um zu S plus 1 durch S und dann hier unten S hoch 3 plus 2S Quadrat plus S und wir teilen es durch S. Wir bekommen hier oben 1 plus 1 durch S geteilt durch S Quadrat plus 2S plus 1. Jetzt sind wir bereit, dieses Übertragungsglied zu bezeichnen. Warum dürfen wir das jetzt machen? Weil wir jetzt hier dieses plus 1 ist konstant, beziehungsweise ich nenne das Ganze normalisiert und wir können uns jetzt die einzelnen Glieder einfach anschauen. Beim Zähler geht man so vor, wir schauen uns das hier an. Ihr seht, das ist eine konstante Zahl. Eine konstante Zahl steht für ein P-Übertragungsglied. Ein 1 durch S steht für ein I-Glied. Wenn wir hier zum Beispiel nochmal ein S hätten, dann wäre das ein D-Glied. Hier unten dagegen im Nenner, schauen wir uns einfach an, was für ein Polynom wir hier haben. Ihr seht, es ist ein Polynom zweiter Ordnung und das entspricht einem T2-Glied. Wir haben hier ein PI-T2-Glied. Warum T2? Weil ein Polynom zweiten Grades zwei Nullstellen hat. Das heißt, wir haben zwei Zeitkonstanten. Schauen wir uns jetzt diese Übertragungsfunktion an. Ihr seht, hier unten haben wir eine plus 1 stehen. Das heißt, eure Übertragungsfunktion ist normalisiert. Und dann schauen wir nach oben. Wir sehen hier, haben wir ein S, das ist ein D-Glied, das ist ein P-Glied, das ist ein I-Glied und hier unten haben wir ein Polynom dritten Grades, es kann drei Nullstellen haben, das ist ein T3-Glied. Damit haben wir ein P-I-D-T3-Glied. Und wir wären hiermit fertig. Ich hoffe, es hat euch genauso aus den Socken gerissen wie mich, als ich das kapierte, dass man einfach nur das Ganze normalisieren muss und dann einfach nur noch durchgehen muss und sagen muss, was was ist. Dann wird das Ganze sehr, sehr einfach. Von meiner Seite wär's das schon. Ich bedanke mich bei euch. Macht's gut und ciao.